Machst du auch nochmal ein Video. Ha? Ist die Qualität ja besser. Na, Süße? Ich wackel noch gerade ein bisschen viel. Warte, ich muss mich richtig auf mein Kissen setzen, damit das mein Integralgelenk hinten besser ist. So. Und wer will gestreichelt werden? Will jemand gestreichelt werden? Oder wollt ihr jetzt rumtoben? Hm? Du, Roman? Das ist der Roman. Der hat immer... Ja, jetzt ist er weg. Ist Richtung Flur. So. Für die YouTube-Gemeinde nochmal, das ist die Baileys hier vorne. Also Baileys, die Mama, die Easy, Dennis, Iokese und Bärchen. Roman kommt da gerade. Da. Das ist Roman. Roman ist ein Löwenköpfchen. Also er hier, das ist ein Löwenköpfchen, Zwergwitter. Und die Babys sind deswegen sogenannte Hybriden. Und man sollte, das habe ich nicht auch gelesen, nicht einfach so also Kaninchen sich vermehren lassen. Das ist nicht gut wegen der Genetik. Das tut man den Tieren nichts Gutes, wenn man nicht Pech hat. Haben die Beinchenfehlstellung, Zähnefehlstellung oder so Sachen. Und deswegen sollte man das nicht machen, wenn man keine Ahnung hat von der Genetik. Aber in unserem Fall, ich habe es heute Morgen schon mal erklärt, war es ja so, dass wir auf den Tierarzt vertraut haben. Und der Tierarzt hat gesagt, na, Frühkastration kann man nicht machen, die Hoden wären noch nicht da. Und 4 Wochen später hat man dann kleine Kinder, kleine Babys. Aber wir haben, also von ersten Tag an, wo wir sie hatten, am 15.01. sind sie geboren, habe ich mich richtig um die gekümmert. Und ja, sind richtig gesund. Also sind alle richtig proper gesund. Die Zähne sind alle gesund. Wir haben sie jetzt ja schon beim Tierarzt zweimal jetzt gehabt zur Kontrolle. Sie vertrauen einem, man kann sie hochheben. Also sind richtig prop gesund. Gewicht ist alles okay. Haben keinerlei Angst. Also was jetzt die Familie angeht, Fremde. Auch engere Verwandte, Fremde, in Anführungsstrichen, die nicht so oft da sind, dann sind sie halt natürlich scheu, ist natürlich richtig. Ich habe gerade hier, sie hier, ne, meine Kuscheldame, das ist mein Baby. Wenn ich jetzt hier sitzen bleiben würde und würde jetzt 2-3 Stunden streamen oder ein Video machen, dann schläft die neben einem ein. Die legt sich an den Oberschenkel und schläft dann einfach, die Kleine. Ne? Die schläft einfach. Ja, werde ich wieder abgeschlappert. Hä? Schlapperst du mich ab? Iro hat mich auch mal lieb. Iro war krank, hatte ich heute Morgen ja auch erwähnt. Das war ständig auch ganz schön auf der Kippe, weil es halt gar nichts gefressen hatte. Und wie gesagt, ich bin kein Kaninchen-Experte. Für mich ist das alles neu. Und die haben ja einen sogenannten Stopfmagen. Das heißt, sie müssen ständig essen. Sonst bläht der Bauch wohl auf. Und da sie aufgehört hat zu fressen, muss man die dann künstlich ernähren. Das heißt, mit so Peppelfutter und sowas. Und also oral mit Spritzen. Und ich bin froh, dass sie mir vertrauen. Sie war zwar ziemlich pissig bei der Medizin geben und beim Aufpäppeln, also auf den Arm nehmen. Da hat sie auch danach immer richtig geschimpft mit mir, hat ja immer dann aufgestampft wie Sau. Aber ihr seht, sie ist mir nicht dauerhaft böse geblieben. Sie vertraut mir nach wie vor. Obwohl das Aufpäppeln halt, da musste ich halt 30 Spritzen, 3 Milligramm von dem Peppelfutter geben, über den Tag verteilt. Da wisst ihr, wie oft ich sie am Arm hatte und päppeln musste. Aber Gott sei Dank musste ich das mal 1,5 Tage machen und dann war es rum. So, ein Pünktchen sitzt jetzt immer noch neben mir. Ja. Mit Streichel werden die ganze Zeit. Die mag das. Die ist dann ganz gechillt. Mit ihr waren wir auch schon draußen, da werde ich immer Videos machen dann. Draußen im Garten. Wir haben so ein Geschirr, was wir den umlegen.
Und Siro und Roman, also der Papa, die sind da richtig gechillt und hüpfen dann gerne draußen auch mal rum. Also sie kriegen auch hier sogar ihren Freigang. Nee, meine Maus. Ist natürlich noch immer ein Abenteuer für sie. Sie sind halt mehr drinnen. Wir wohnen halt auch an der Straße. Wenn da ein Auto vorbeifährt und sieht, da ist ein Auto, dann stellt sie sich wie tot. Dann bewegt sie sich gar nicht mehr, wenn sie das große Auto vorbeifahren sieht. Ist immer witzig. Ja. Buma, komm mal her. Gut. So, ich will gar nicht so lange Videos machen. Ich will dann nochmal gleich Livestreamen. Und nochmal ein bisschen Battle Brothers spielen wahrscheinlich. Mal gleich gucken. Erstmal gucken, was die Familie macht. Weil wir haben ja schon Richtung Abendzeit. Das bedeutet, das Kind muss dann ins Bett gebracht werden. Der Max. Aber den werdet ihr noch nicht sehen im Video und so weiter. Weil ich bin dafür Selbstbestimmtheit. Ich bin ja selber Informatiker. Und er soll selber dann, wenn er alt genug ist, entscheiden, ob er im Video gezeigt werden will oder nicht. Nicht, dass er später dann, wenn er alt ist, sagt, ja Papa, eigentlich wollte ich das nicht, dass du mich als Kind zeigst im Internet. Und ihr seht, wie geschillt hier ist. Man kann auch alles kontrollieren, dann das Schwänzchen anpacken, die Füßchen anpacken, mal alles kontrollieren, wie es ist, am Bauch und so. Ne, schimpfen sie nicht. Lassen sie sich dann doch mal anpacken. Ja. Da sind hier mit Bärchen zusammen die drei, also die beiden hier vor uns, rechts ihr Käse, links ist Pünktchen und Bärchen, das sind die drei Verkuschelsten. Die müssen immer kuscheln. Wenn die nicht gekuschelt werden, dann sind die sauer. Dann zeigen die das auch euch, wenn du dann reinkommst, dann stampfen die richtig heftig auf, wenn du eine längere Zeit die nicht gestreichelt hast. Und graben an einem. Und knappen auch ein. Also wenn man am Sofa sitzt und die sind mit auf dem Sofa dann mal, also sie dürfen ja auch mit ins Wohnzimmer, aber nur unter Beobachtung, dass sie nicht überall hinködeln und so. Und wenn du da am Sofa dann bist und die sind dann hinter dir und du streichelst sie nicht, dann knappen sie dich auch mal hinten in den Rücken. Aber nicht fest, einfach nur so ein bisschen. Und machen sich dann so aufmerksam, dass sie halt gestreichelt werden wollen. Immer sehr witzig. Gut, dann würde ich sagen, wir machen die 8 Minuten jetzt gerade noch voll. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne auch einen Daumen hoch da und auch ein Abo. Wir sind hauptsächlich ein Spiele-YouTube-Channel für Spiele, aber ich will auch immer ein bisschen mehr von mir zeigen oder von uns halt. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Da hinten ist übrigens der Ausgang zum Balkon, was ich gebaut habe, abgesichert nochmal extra. Und die können auf dem Balkon den ganzen Tag draußen. Im Winter natürlich nicht, im Winter haben wir zu, aber da können sie die ganze Zeit raus. Wir haben nochmal einen extra Balkonzugang vom Wohnzimmer. Und wenn wir im Wohnzimmer sind, dann haben wir die Wohnzimmertür auf und die Balkontür und dann können sie sogar hier im Kreis rennen. Das ist immer ganz witzig. Dann rennen sie nämlich alles im Kreis. Nacho! Oh, hatte ich wieder einer am Rücken erwischt. Dass wir dann Haar rausgezogen kriegt. Ne? Süßer. Das ist unser anderes Männchen, der da. Ist auch kastriert. Also weitere Babys kommen Gott sei Dank jetzt nicht. So süß sie sind. Aber irgendwann wäre es halt absolut zu viel. Und wie gesagt, man macht denen keinen Gefallen. Was ich gelesen habe, wegen Genetik und so weiter, weil gerade bei einem Hybrid, weil das ist halt Löwenköpfchen-Zwergs-Zwitter-Hybrid, kann ruckzuck Fehlstellungen kommen, Zähne schief, Beine schief, weiß ich was, Öhrchen hin und her. Kann viel, viel Blödsinn passieren. Und deswegen. Wolltest du gestreichelt werden? Habe ich dich jetzt erschreckt? Entschuldigung. Und deswegen. Sollte man das tunlichst vermeiden und den Züchtern die Züchten überlassen, die davon wirklich Ahnung haben. Wir sind halt an einen falschen Tierarzt geraten, was Kaninchen angeht. Also wer Kaninchen hat und auch neu ist, immer ein Tierarzt mit Kaninchensymbol
sich suchen im Internet. Die sind spezialisiert, haben eine Zusatzschulung in Anführungsstrichen bekommen für Kaninchen. So, und ich sitze hier oft bei denen, wenn sie gerade auch fressen. Man hört ja vielleicht, ich weiß nicht, ob man das Geräusch hört, das fühlt sich ja, hört sich einfach cool an. Die kleinen Steckermäulchen. Also Süßes, in Anführungsstrichen, dass man den Körnerfutter oder irgendwas geben, kriegen sie gar nicht. Also tatsächlich sogar Strecken, die süßer. Zum Schluss nochmal. Das kriegen sie gar nicht. Also das Maximalste, was sie als Leckerlis quasi erhalten, ist Erbsenflocken. Da stehen die dann drauf. Und damit kann man auch ein paar Tricks und so weiter mit üben und trainieren. Und wie ihr seht, sie sind immer Stubenreiniger. Oh, Stubenreiner. Die Babys, die haben das noch nicht ganz verinnerlicht, dass sie ans Eggklo machen sollen. Deswegen liegt auch überall Kittelchen rum. Aber es wird immer besser. Da habe ich ja auch den Trick gelernt im Internet. Nicht die Kittelchen und so weiter wegsaugen, wegschmeißen, sondern die Kittelchen aufsammeln und dann in das Klo schmeißen, wo sie hinmachen sollen, weil die sehr geruchsgesteuert sind und durch den Geruch dann wissen, wo sie hinzumachen haben. Die merken sich das dann nach und nach und es klappt immer besser. Okay, das klappt gerade nicht. Ein gutes Beispiel, habt ihr gerade gesehen. Ihr Käse hat sich gerade da oben drauf gestellt und hat runtergepingelt. Ihr Käse, das war eins zu neben. Ich habe eben gerade erst gewischt. Du alte Pfeife. Das war eins daneben. Also sie hat gerade von oben da auf dem Boden gepingelt. Die Wutz. Ja. So, und jetzt ist so das Siesta. Jetzt wird erstmal wieder das Essen verdaut, ne? Wollt ihr nochmal zu mir kommen oder nochmal? Ja, ihr hört, ne? Aber jetzt nicht, ihr seid zu faul. Kommt? Nee. Wir haben schon geguckt, wie Baileys, ich weiß nicht, ob man es im Stream, also im Video sieht, haben die Augen schon fast zu. Nachher, wenn es dunkelig ist, also wenn es dämmert, dann geht's hier ab. Dann wird hier richtig Party gefeiert. Gut, aber ich bin dann erstmal raus. Ich wünsche euch erstmal nochmal einen schönen Abend. Und man hört sich. Ciao.